Ed, sprechen wir ein bisschen über chronische Schmerzen. In Deutschland gibt es zwischen 12 und 15 Millionen Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden, konstante Schmerzen oder wieder auftretende Schmerzen. Die Behandlung für chronische Schmerzpatienten ist eine große Herausforderung für viele Ärzte und Psychologen. Das medizinische Modell des Schmerzes betrachtet Schmerz als einen physischen Prozess. Wie ist dein Ansatz der Subliminaltherapie? Wie ist das Verständnis der Natur des Schmerzes und wie behandelst du diesen? Physische Prozesse können natürlich Schmerzen verursachen. Man kann sich den Zeh anstoßen, dann tut das weh. Aber bei chronischen Schmerzen ist der Zeh vielleicht schon geheilt. Die Wunde ist geheilt. Oder der gebrochene Knochen hat sich wieder repariert, was auch immer die physische Verletzung war, der Körper kümmert sich darum und kann das heilen. Und selbst nachdem die Heilung stattgefunden hat, spüren die Menschen manchmal immer noch Schmerzen. Es gibt keine physische Begründung mehr dafür. Dennoch treten die Schmerzen auf und sie werden geistig erschaffen. Wir alle besitzen die Fähigkeit, Schmerz nicht wahrzunehmen, wie zum Beispiel mit Hypnose. Ja, Hypnose ist ein Mittel. Wenn wir uns zum Beispiel eine traumatische Erfahrung haben, dann fühlen wir keinen Schmerz. Das bedeutet, wir haben die geistige Fähigkeit, den Schmerz nicht wahrzunehmen. Und wir besitzen auch die geistige Fähigkeit, physischen Schmerz hervorzurufen. Das wären zum Beispiel Phantomschmerzen. Ein weiteres Beispiel dafür könnte sein Migränekopfschmerzen oder jegliche Art von Kopfschmerzen. Das kann Gelenkschmerz sein, Rückenschmerz, jegliche Art von Schmerz, die im Geist des Patienten, der im Geist des Patienten erschaffen wird. Schmerz dient immer einem Zweck, das hat sich herausgestellt. Vielleicht ist dieser Zweck nicht bekannt, vielleicht ist er auch nicht mehr sinnvoll im aktuellen Leben, aber das gibt es. Das ist aber die weit verbreiteste Ursache für Schmerzen, ist zum Beispiel, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Ein Patient wäre natürlich bewusst beleidigt, wenn man das sagen würde. Er kennt das nicht. Aber vielleicht ist das so. Aber wenn das so ist, okay, dann brauche ich die Schmerzen nicht. Andere Gründe können zum Beispiel sein Vermeidung, ja. Wenn ich zum Beispiel diese Rückenschmerzen habe, dann muss ich nicht in die Schule gehen. Das ist natürlich etwas für Kinder. Das Problem ist, dass diese Begründungen, die so mächtig sind, vielleicht nicht mehr bewusst wahrgenommen werden. Eine Person, die chronische Schmerzen hat, weiß nie, warum diese auftreten. Wenn sie das wüssten, dann hätten sie es schon längst wieder in Ordnung gebracht. Und das kann vielleicht vor Jahren richtig gewesen sein. Ja, ganz genau, das stimmt. Damals war es sinnvoll, aber jetzt nicht mehr. Zum Beispiel wie das Kind, das Angst hat im Dunkeln. Damals war das sinnvoll, aber für einen Erwachsenen ergibt das keinen Sinn mehr. Wenn dieser Schmerz, dieses Element erlernt wurde, da war das sinnvoll. Obwohl der Patient bewusst nicht bemerkt hat, dass das passiert.
Das ist eine schwierige Art und Weise, darüber zu denken, aber das ist sehr zutreffend. Das ist die eigentliche Funktion.